Heute geht es um Hygiene im Nagelstudio und ich zeige euch mal, wie ich das so handhabe. Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu mir. Heute geht es, wie gesagt, um die Hygiene im Nagelstudio. Ja, Hygiene im Nagelstudio, das ist so ein leidiges Thema. Da gibt's ja, da kann man stundenlang drüber reden und drüber diskutieren. Es gibt gewisse Vorschriften, an die man sich halten sollte. Und dann gibt's natürlich noch, wie es dann tatsächlich ist. Ich sage euch einfach, wie ich es handhabe, ob das ausreichend ist oder nicht. Lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber ich sage es euch ganz einfach. Also, anfangen tut es bei mir so, wenn meine Kunden kommen, sie können sich natürlich die Hände waschen, sie müssen es aber nicht. Ja? Weil an und für sich, meine Kunden, ich habe lauter gepflegte Damen, also die kommen jetzt weder vom Pferdestall oder aus der Küche oder sonst irgendwo, ja, die kommen grundsätzlich gewaschen und geduscht. Ja? Ich habe dann noch ein Handdesinfektionsspray, sprich, wenn die Kundin da ist, sprühe ich sie dann einmal damit ein, so einmal so, passt, dann kann sie sich das verreiben oder auch nicht, das trocknet sowieso so. Ja, das ist das, was ich mit dem Kunden mache. Was der Kunde, also dann arbeite ich einmal an den Kunden und danach kriegt er von mir ein Tool zum Abwischen. Die habe ich da in der Lade drin und das sind so Tücher mit ohne Öl, mit Lotion. Es sind jetzt keine Babypopstücher, ja, es sind so einfache Pflegetücher. Ne? Antibakteriell und mit denen können sie sich nachher die Hände abwischen oder sie gehen nachher nochmal Hände waschen. Das ist eigentlich nur wegen Staub und sonst irgendwas. Das ist alles, was ich am Kunden mache, was Hygiene angeht. Was meinen Tisch angeht, ich habe auch Tücher, antibakterielle Desinfektionstücher für meinen Tisch. Das mache ich immer in der Früh. Ich wische in der Früh meinen Tisch ab, meine Lampen ab. Das sind, ich meine, ihr seht jetzt keinen Unterschied, weil das ist ein Tuch und das ist ein Tuch. Ja, mit dem, das riecht ein bisschen, stärker. Ja, mit dem wische ich eben meinen Tisch ab, meine Lampe ab, meinen Fräser und meine Arbeitsfläche halt. Das mache ich immer in der Früh, bevor ich anfange. Und das mache ich dann auch zwischendurch. Zwischendurch bin ich aber nicht so ordentlich, dass ich dann in den UV-Geräten oder sonst auswische oder sonst etwas. Da wische ich eigentlich nur meinen Arbeitsplatz ab, den Fräser und meine Hand auf, also das Teil, wo mein Ellbogen drauf liegt. Ja, also das wische ich ab. Das mache ich in der Früh, bevor die erste Kundin kommt oder wenn es mich auch freut, einmal am Wochenende. Ja, aber am Abend mache ich das eigentlich nie. Meine Staubabsaugung sauge ich nur aus, die wische ich jetzt nicht aus mit irgendwelchen Desinfektionsdingen oder sonst irgendwas. Ja, ganz ehrlich, mache ich nicht. Das mache ich in der Früh. Ansonsten während des Tages, ich trage zum Beispiel, ich trage Baumwollhandschuhe und darüber Nitrilhandschuhe oder Silikonhandschuhe, wollte ich sagen, nein. Naja, so Einweghandschuhe halt. Ich trage die Baumwollhandschuhe deswegen drunter, damit ich nicht zum Schwitzen anfange, weil ich finde das eigentlich ekelhaft, wenn ich da dauernd schwitze. Wenn ich den ganzen Tag in Plastikhandschuhe stecke, das ist ekelhaft. Ja? Deswegen habe ich da meine Baumwollhandschuhe, die habe ich den ganzen Tag an und dann gebe ich sie in die Wäsche. Ja? Die Nitrilhandschuhe, die sind natürlich nach jeder Kundin neu. Man muss keine Handschuhe tragen, meines Wissens nach. Ich mache es aber trotzdem, und zwar aus dem einfachen Grund, nicht jetzt, weil ich jetzt sage, ich habe Angst vor Bakterien oder sonst irgendwas, sondern ganz einfach, dass mir meine Nägel nicht verfeile. Ja, aber wenn ich feile, komme ich ja sonst an meine Nägel an und das möchte ich nicht. Ich ziehe auch die Handschuhe zum Gel-Auftragen aus. Habt ihr vielleicht schon in meinen Videos gesehen. Ich ziehe meine Handschuhe zwischenzeitlich aus, weil wenn ich mit Schablone arbeite oder was, bieten die sonst auf den Schablonen und das geht so nicht. Ja? Ich verwende auch Einmalfeil. Und zwar habe ich da entweder so ganz normale, diesen hier, ja, oder ich habe so mit einem Board. Ja? Und das sind so, na, okay, wo geht's runter? Ja? Die nehme ich dann runter und nehme für jede Kundin eine neue Feile. Das mache ich schon. Früher, ganz ganz früher, hatte ich Feilenboxen. Da waren die Feilen noch wesentlich teurer. Da hat eine Feile 2,50 Euro gekostet. Und jetzt kosten so einmal Feilen, ich schaue, das kosten so 30, 40 Cent. Ja, bei den Boards weiß ich es jetzt gar nicht.
Aber ich glaube, da kommt der eine so auf 25 Cent. Ja? Also eine Seite und du brauchst ja zwei Seiten. Ne? Flächendesinfektion für den Tisch habe ich auch. Ich verwende es nur so gut wie nie, weil ich habe ja eben diese Tücher und das muss eigentlich reichen. Meine Werkzeuge desinfiziere ich in einem Ultraschallbad. Und zwar kommt da rein meine Laserbits. Ja? Also der ist jetzt benutzt, dann habe ich so ein Bürstchen. Und mit dem tue ich das dann den Staub runter. Und dann schmeiße ich das alles ins Ultraschallbad. Ja? Also ich weiß, und das mache ich einmal am Tag. Also in der Früh oder am Abend, je nachdem, meistens in der Früh eigentlich, ja. Ich habe jetzt 3-4 Kunden am Tag, manchmal auch 5. Und zwischenzeitlich haue ich die nicht ins Ultraschallbad, weil die wären auch nicht besser, wenn man es dauernd reinschmeißt, ja. Sage ich ganz ehrlich, ist so. Ansonsten, was man vielleicht noch wissen sollte, bei Hygiene im Nagelstudio, einmal feilen, ja, nehme ich, eben auch, wenn es einmal vorkommt, dass ich die Kundin reinfeile, ja, meine Güte, ja, kann einmal passieren, ja, und dann blutet sie vielleicht auch noch, oh mein Gott, ja. Fakt ist, ich kann kein HIV im Nagelstudio übertragen, Mädels, das geht nicht, ja. Da müsste Blut in Strömen fließen, da müsste ich ja schon den Finger abschneiden und im Blut baden oder dieses Aufschlecken oder sonst irgendwas. Ja, ja. HIV kann ich im Studio nicht übertragen. Das geht nicht. Ja? Könnt ihr euch gerne bei euren Ärzten erkundigen. HIV kann ich durch Geschlechtsverkehr übertragen oder durch doch jede Menge von Körperflüssigkeiten. Und ein halbes Tröpfchen Blut ist jetzt nicht keine ausreichende Menge. Und der HIV-Virus überlebt an der Luft nicht, weil sonst hätten das vermutlich ein bisschen mehrere, wenn man sich da durch Hände schütteln oder sonst irgendwas anstecken könnte. Ja, also HIV kann man mal nicht übertragen. Hepatitis theoretisch schon. Ja. Ich habe aber keine Kunden, die Hepatitis haben. Ich habe auch keine Bluter, weil es gibt keine natürlichen weiblichen Bluter. Ist irgendwie logisch, weil sonst hätten wir einmal im Monat ein gröberes Problem. Und ansonsten, ja, Schnupfen oder sonst irgendwas, ja, das kann ich sowieso überall kriegen und das hat mit der Hygiene im Nagelstudio auch nichts zu tun. Ich habe auch Mundschutz, ich verwende ihn nur nicht. Ich habe mir die mal gekauft, weil man dachte, ja, okay, ich verwende es nur dann, wenn ich jetzt stark verkühlt bin oder die Kundin stark verkühlt ist, ja. Aber ansonsten verwende ich keinen Mundschutz, ich habe eine Staubabsaugung und ich mache den Job ja schon ein bisschen länger und ich sage es euch ganz ehrlich, wie ich damals angefangen habe, hat man eine Feile für so viele Kunden verwendet, solange die Feile funktioniert hat. Ja, da hat man am Nageltisch geraucht, da hat man Kaffee getrunken und da hat sich keiner um irgendwas geschissen und es ist auch nichts passiert. Ja, ganz ehrlich, es ist so. Ja, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja? Wie gesagt, meine Kunden kommen, können sich die Hände waschen, wenn sie wollen. Sie müssen es aber nicht. Ich meine, sie machen es eh freiwillig. Wenn sie jetzt sagen, sie kommen vom Einkaufen, waschen sie sich die Hände eh vorher. Ja, dann kann man die Hände vorher kurz desinfizieren mit so einer Sprühdesinfektion. Das passt. Ja. Alle metallischen Instrumente kaufe ich hin und wieder ins Ultraschallreinigungsbad. Ja, schon allein, dass sie wirklich sauber werden. Ich verwende einmal Feilen, ich trage Handschuhe beim Feilen, beim Materialauftragen verwende ich keine Handschuhe und danach kriegt die Kundin von mir ein Tuch zum Abwischen und ich wische meinen Tisch auch mit Tüchern ab, weil ich finde das einfach viel praktischer heutzutage, diese Desinfektionstücher, da kannst du überall drüber wischen und die Sache ist erledigt. Ja? Ja, und ansonsten stürmt sich bei mir auch nicht der Dreck oder sonst irgendwas, ich tue natürlich Staubsaugen, meine Staubabsaugung aussaugen. Ja, aber ich mache den Job seit 15 Jahren. Ich hatte noch nie was, meine Kunden hatten noch nie was. Insofern, glaube ich, passt es, so wie ich es mache. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren drunter schreiben, wie ihr das macht oder was ihr davon hält und oder wie auch immer. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis dann. Bussi, Baba.